Basel feiert die zeitgenössische Kunst der Welt. Was Rang und Namen hat, ist hier zu sehen. Große Künstler, die sich Freiheiten nahmen, die Missverständliches zeigen, Banales, eventuell auch Anstößiges, jedenfalls große Kunst. Mehrere Millionen Dollar kostet dieses Werk. Kunst darf viel, aber nicht alles. Gregor Schneider wollte einst ein Abbild der den Moslems heiligen Kaaba auf dem Markusplatz in Venedig aufstellen. Das ging nicht. Im Grunde genommen der Ort, wo sich Osten und Westen getroffen haben über Jahrhunderte. Also auch ein ganz, ganz richtiger Ort für diese Arbeit, ganz gut gewählt durch den Künstler. Aber im Grunde genommen ließ sich das aus politischen Gründen nicht realisieren. Kunst trifft Politik. Neben der Halle mit den Großen werden zur Art Basel auch Werke Schweizer Nachwuchskünstler gezeigt und er gehört dazu. Ein Pfarrer, der für eine Petition wirbt. Museen ausräumen fordert er und dort Auffanglager unterbringen wie diese für Flüchtlinge und Zuwanderer. Eine Provokation. Die Idee bei der Petition war, dass man quasi Kunsträume zu Lagern umgestaltet, eben wie man es jetzt hier sieht. Und die Reaktion war dann, dass man das nicht machen kann, weil ja Kunst eine wichtige Funktion in der Gesellschaft hat, dass man doch anderswo sparen soll, eben zum Beispiel bei den Kirchen oder beim Militär oder und so weiter. Die Angst vor dem Fremden. In der Schweiz wird derzeit heftig über Zuwanderung debattiert. Im wirklichen Leben, außerhalb der Kunsträume, heißt es, Fremdes bitte draußen bleiben. Es gibt halt diese Partei bei uns, nicht diese Rechtspopulisten, die schon über ein Drittel Wähleranteil haben, die sich dagegen stemmen, nicht auch gegen die deutsche Zuwanderung. Das sind ja vor allem Fachleute, die Schweizer Wirtschaft dringend braucht. Und das ist einfach ein großer Widerspruch in der momentanen Schweizer Gesellschaft. Für Andreas Häuser ist die Kunst ein legitimes Mittel, auf sein politisches Anliegen aufmerksam zu machen. Klamauk, Theater, Performance, wie auch immer. Grenzüberschreitung sei doch auch ein Wesen der Kunst. Wenn die Provokation aufregt, dann ist sein Ziel erreicht. Ich hoffe natürlich, dass es mir gelingt, diese Figur so zu gestalten, dass dieses Grausen eben herüberkommt, dass es eben nicht irgendwie ins Komödiantische kippt. Kunst und Politik. Basel feiert sich und seine Kunstmesse. Für künstlerische Offenheit, für Wagemut wird hier viel Geld bezahlt. Im wirklichen Leben fällt der Umgang mit dem Fremden offenbar weniger leicht.